Der Besitzer des Hengstes Ramses war der westfälische Adlige Clemens Freiherr von Nagel. Er war die herausragende Züchterpersönlichkeit nach dem Zweiten Weltkrieg, der die große Bedeutung der Veredelung der heimischen Warmblutpferde erkannt hatte. In Schloss Vornholz fanden nach dem Krieg die ersten Turniere mit internationaler Beteiligung statt. Auch Hans-Günther Winkler siegte hier schon. Für Nagel war nicht die Herkunftsrasse eines Pferdes entscheidend, sondern die Leistung. Herr Baron von Nagel, kann man Spring- und Dressurpferde züchten? Ich bin der Ansicht, ja. Vor allem Springpferde. Es ist, glaube ich, doch heute erwiesen, dass Springvermögen und dass die Lust zum Springen sich vererben. Das beste Beispiel können Sie hier bei uns an unserem alten Ramses sehen, ja, der nur Springpferde geliefert hat, alle springen können. Die Vereinigung von Kaliber, Substanz, Blut und Adel, Schnelligkeit, guten Nerven, gutem Charakter, Springvermögen und der Bereitwilligkeit, mit dem Menschen große Leistungen zu erzielen, das ist es, was der Züchter heute versucht herzustellen.